Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem politischen Magazin aus dem Bayerischen Landtag. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Gleichstromtrasse, die ja in Unterfranken geplant ist. Sie sorgt derzeit für Proteste bei vielen Bürgern. Beginnen wollen wir aber noch mit der größeren Einbindung der Bürger in die Politik. Stichwort hier: Volksabstimmungen. Dazu später auch unser Kontrovers mit Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Ein Thema ist die Forderung der Freien Wähler, die Volksabstimmung in die Verfassung aufzunehmen. Wir sehen vielleicht Widerstände bei der Staatsregierung. Wir meinen aber, dass das ein gutes Zusatzinstrument ist, um die direkte Bürgerbeteiligung insgesamt zu stärken. Bei grundlegenden Fragen, die Bayern betreffen, da könnte ich mir denken, diese 10H-Windregelung, Donauausbau oder der Münchner Flughafen, da wäre es wichtig, die Bürger vorab einmal zu fragen, um dann eine Richtschnur für die Politik zu bekommen. Der Gesetzesentwurf der Freien Wähler ist leider Gottes aus verschiedenen Blickpunkten heraus nicht zu unterstützen, weil er verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet. Er hat zum Beispiel, ist ungeklärt, das Verhältnis zum Haushaltsvorbehalt in der Bayerischen Verfassung, das ja bisher für Volksabstimmungen zum Beispiel gilt. Da müsste eine Veränderung her, und außerdem ist auch von der Gestaltung her 100.000 Stimmberechtigte, also 1% der Stimmberechtigten, hätten die Möglichkeit, Fragestellungen letztlich zu einer landesweiten Volksabstimmung zu bekommen. Das ist etwas, was von der Struktur her nicht stimmt. Wir haben kürzlich beantragt, dass wir Volksbefragungen stärker durchführen. Das heißt, zu bestimmten wichtigen Themen die Bürger befragen, um sie auch dazu zu Wort kommen zu lassen, damit sie nicht nur alle paar Jahre ihre Stimme quasi abgeben und sie dann künftig nicht mehr erheben können. Volksbefragungen, so wie sie heute von den Freien Wählern beantragt wurden, lehnen wir aus dem Grund ab, weil wir zum einen die bayerische Verfassung ändern müssten und weil wir damit dann auch die repräsentative Demokratie gefährdet sehen. Also Bürgerbeteiligung ja, in der Konsequenz von Volksbefragungen, so wie das jetzt beantragt wurde, nein. In manchen Fragen kann eine Volksbefragung und ein Volksentscheid sinnvoll sein, wenn es einfache Fragen sind, für Studiengebühren, gegen Studiengebühren. Aber es gibt eben auch Fragen, die man mit einem einfachen Ja oder mit einem einfachen Nein nicht entscheiden kann. Durch diese Proteste, die es in den letzten Jahren gab, ist überhaupt erstmal auf der politischen Ebene ein Bewusstsein dafür geschafft worden, dass Menschen nicht einfach nur wollen, dass über ihre Köpfe hinweg bestimmt wird. Und dieses frühere Einbeziehen, dieses ich mache vorher Veranstaltungen mit Bürgern, das ist ja ganz neu. Und diese Richtung muss es auf alle Fälle weitergehen. Zunächst mal müssen wir hier im Plenum, müssen wir im Landtag die Entscheidungen treffen. Und dann gibt es natürlich die ein oder andere Frage, die das Volk entscheiden möchte. Das ergibt sich oft aus längeren Diskussionen. Und dann soll das sein, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, nachdem wir eh wissen, dass in Bayern wir ziemlich weit sind mit solchen Möglichkeiten, dass wir dann nochmal eine Stärkung brauchen oder nochmal weiter nach vorne müssen. Also das kann ich nicht erkennen und ist auch nicht meine Meinung. Zuerst waren es störende Windräder. Jetzt kommt auch noch die geplante Gleichstromtrasse dazu, die für die aktuellen Bürgerproteste sorgt. Für die Politik derzeit kein leichtes Thema. Wie wird sie aussehen, die Energiewende in Unterfranken? Jetzt muss zunächst einmal geklärt werden, wie entwickelt sich das Portfolio der regenerativen Energie weiter, und dann muss geklärt werden, welche Bedarfe sind da. Es gibt ja auch Leitungen, die schon bestehen, und erst dann kann man an eine konkrete Trassenplanung gehen, wenn die denn dann notwendig ist. Und insoweit haben die Bürger schon recht, wenn sie einfordern, erstens beteiligt zu werden und zweitens, wenn gefordert wird, dass man auch gründlich überlegt, bevor man einen so schwerwiegenden Investitionsplan in der Tat umsetzt. Ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber man müsste schauen, in sensiblen Gebieten, dass zum Beispiel eine Erdverkabelung möglich ist, auch wenn jetzt in dem einen oder anderen Fall die Kosten des Sechsfaches sind. Aber es geht hier um auch die Interessen der Bürger, die man auf jeden Fall auch berücksichtigen muss. Aber wir sind jetzt erst in der ersten Phase der Diskussion. Wir haben vor kurzem gehört, dass es noch 4-5 Jahre dauert, bis das dann insgesamt umgesetzt wird. Und deswegen glaube ich auch, dass nach der Kommunalwahl die Diskussion wieder noch etwas sachlicher wird. Wenn ich daran denke, dass wir Ende 2015 Grafenrheinfeld abschalten wollen,
dann weiß ich nicht, ob wir so schnell eine Sicherheit in der Energieversorgung zustande bringen, ohne eine Stromtrasse. Und ich verstehe natürlich die Kollegen in der Kommunalpolitik, die da sich im Moment mit den Sorgen der Menschen auseinandersetzen. Aber da müssen wir ehrlich miteinander reden. Da müssen wir weiter diskutieren und vor allen Dingen nachvollziehbar machen für die Bürger, was wir alles brauchen, damit es auch funktioniert. Ich denke, es nützt nichts, wenn wir jetzt sagen, muss alles nicht sein. Und dann schauen müssen, wie wir die Dinge wieder zusammenbringen. Wenn wir die Energiewende wollen, dann müssen wir in irgendwelche sauren Äpfel auch beißen. Das muss uns allen klar sein. Ganz kurz noch, welche politischen Konsequenzen ziehen Sie jetzt aus diesen Bürgerprotesten? Dass man das Gespräch mit den Bürgern sucht, dass wir den Bürgern klar machen, wir können Energie einsparen, das ist mit Sicherheit auch notwendig. Aber wenn wir weiterhin Energie zur Verfügung haben wollen, dann müssen wir Energiequellen suchen und das wird nicht ohne Beeinträchtigungen abgehen. Man muss versuchen, diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, das ist völlig klar. Aber ganz ohne, wie gesagt, in irgendwelche sauren Äpfel werden wir beißen müssen. Plenum TV kontrovers, dieses Mal mit dem Thema der Bürgerbeteiligung an der Politik. Gemeint sind hier aber nicht die bevorstehenden Kommunalwahlen, sondern die Volksbefragungen, die Volksabstimmungen. Ich begrüße dazu Petra Guttenberger von der CSU und Franz Schindler von der SPD. Beide sind sie im Ausschuss für, ich lese vor, Verfassung, Recht und Parlamentsfragen. Und da habe ich auch gleich die erste Frage. Wie viel Bürgerbeteiligung, Frau Guttenberger, ist denn gewünscht? Also der Bürger ist in Bayern schon weitgehend beteiligt, zum Beispiel als festes Organ an der Gesetzgebung durch Volksbegehren, Volksentscheid, kann der Bürger an der Gesetzgebung direkt mitwirken. Und wir können uns daraus vorstellen, dass in anderen Bereichen, also zum Beispiel in Staatsangelegenheiten, die bayernweit von Bedeutung sind, zum Beispiel durch eine Volksbefragung eine Mitwirkung erfolgen könnte. Der momentane Vorschlag von den Freien Wählern einer generellen instituierten Volksabstimmung als solches befürworten Sie von der SPD ja jetzt nicht. Also ich habe ja im Plenum schon ausgeführt, grundsätzlich unterstützt die SPD aus traditionellen Gründen alle Initiativen, die darauf abzielen, mehr Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Wir haben deswegen ja auch selbst einen Vorschlag gemacht zur Einführung von sogenannten Volksbefragungen. Was die Freien Wähler nun vorschlagen, nämlich verbindliche Volksabstimmungen zu, wie sie es nennen, grundlegenden Fragen mit gesamtbayerischer Bedeutung, da haben wir verfassungsrechtliche Bedenken, deshalb, weil dieses Instrument bisher in der bayerischen Verfassung nicht vorgesehen ist und nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs auch nicht eingeführt werden dürfte. Der Meinung bin ich zwar persönlich nicht, aber jedenfalls kann man nicht, so wie die Freien Wähler, diese ganze verfassungsrechtliche Problematik einfach ausblenden. Die gibt es in der Tat. Und weil wir die kennen, haben wir ja vorgeschlagen, Volksbefragungen, die empfehlenden Charakter haben, aber nicht den Landtag oder die Staatsregierung so binden, wie es die Freien Wähler vorschlagen. Das ist verfassungsrechtlich nach meiner Überzeugung nicht darstellbar. Volksbefragungen, Frau Guttenberger, das macht ja Ihre Partei schon sehr lange eigentlich durch Marktforschungsinstitute zum Beispiel. Es ist aber ein Unterschied, ob Sie jetzt eine Volksbefragung eines bestimmten Teils der Bevölkerung tun oder ob Sie eine Volksbefragung sozusagen des bayerischen Volkes als Ganzen, wir stellen uns vor, wenn dann auch derjenigen, die wahlberechtigt sind, durchführen nach den Grundvoraussetzungen, genauso wie wir es bei Volksentscheid und bei vorgelagerten Volksbegehren haben, nämlich dass jemand sich eben registrieren lassen muss, also dass er eine Eintragung hat und so weiter, wo auch klar ist, dass die Identität, die er dort angibt, auch die seine ist und ähnliches, also in dem verfassten Bereich, wie wir sie bei Volksbegehren, Volksentscheid haben, so könnten wir uns das beispielsweise vorstellen und wir möchten das eben. Also wir sehen keinen Bedarf im Bereich der Gesetzgebung, weil bei der Gesetzgebung ist ja der Bürger schon Teil der Legislative durch Volksbegehren, Volksentscheid. Aber in allen anderen Bereichen sind wir der Ansicht, also alles, was bayernweit Bedeutung hat, könnten wir uns das vorstellen. Und wir würden es auch daran binden, dass es natürlich
so ausgestaltet sein muss, dass also die Staatsregierung und der Landtag an der Entscheidung, machen wir zu dem Thema eine Volksbefragung oder machen wir es nicht, entsprechend beteiligt ist, also entsprechend den Mehrheitsverhältnissen. So könnten wir uns das vorstellen. Also auch das ist noch nicht in eherne Bahnen gegossen, aber das wäre für uns ein Weg. Und die verfassungsmäßigen Bedenken des Kollegen Schindler zum Entwurf der Freien Wähler teile ich voll und ganz, weil so wie das derzeit ausgestaltet ist in diesem Gesetzesentwurf, könnte das sozusagen die ganz grundlegende Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, nämlich dass das Budgetrecht nicht Gegenstand von Volksgesetzgebung sein kann, weil das das ureigenste Recht der Exekutive ist, könnte man auf die Art und Weise umgehen. Und da sehen wir einen der Punkte, wo wir sagen, das ist für uns nicht der richtige Weg. Sie stimmen dem zu, Herr Schindler? Nicht in allen Details, aber im Grundsatz. Also ich möchte noch mal sagen, Volksbefragungen, so wie wir sie vorschlagen, sind natürlich wesentlich mehr als eine TET-Umfrage oder als eine repräsentative Umfrage, sondern richten sich ja an das gesamte Wahlvolk. Wir haben sogar vorgeschlagen, auch Leute da mit abstimmen zu lassen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber solche Volksbefragungen sind auch weniger als eine verpflichtende Entscheidung eines und endgültige Entscheidung eines Themas, weil da die Kompetenzen eben anders verteilt sind. Das darf nach der bisherigen Kompetenzordnung der Bayerischen Verfassung halt entweder, wenn es den Landtag betrifft, nur er, oder wenn es die Staatsregierung betrifft, auch nur die Staatsregierung, aber nicht eine andere Gruppierung in diesem Sinne oder eine andere Institution in diesem Sinne das Volk. Befürchten Sie hier eigentlich den Verlust Ihre Souveränität als Volksvertreter? Nein. Im Gegenteil, weil nach unserem Vorschlag jedenfalls wollen wir es so regeln, dass die Initiative zur Durchführung von Volksbefragungen vom Landtag ausgeht. Sodass der Landtag, wenn er klug ist, sich das ganz genau überlegt, wann greift er zu diesem Instrument. Er wird es nicht wöchentlich machen können, weil dadurch entwertet es sich selbst, sondern nur zu ausgewählten wichtigen Fragen. Und er tut dann auch gut daran, das Ergebnis dieser Volksbefragung zu bedenken, zumindest bei der weiteren Entscheidung. Einen Verlust an Souveränität sehe ich überhaupt nicht, wobei ich schon daran erinnern möchte, das Volk ist der Souverän. Wir sind vom Volk gewählt und vertreten den Souverän als Abgeordnete, aber der Souverän ist und bleibt das Volk. Genau. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da sind wir uns jetzt wiederum voll und ganz einig, und wir haben aber auch in einem Land Gewaltenteilung. Das heißt, Exekutivbereich regelt seine Angelegenheiten selber, Legislative und Judikative und gegenseitige Kontrolle. Also ganz klassisch. Wir sind allerdings der Ansicht, dass es nicht im Bereich der Gesetzgebung sein sollte, weil eben da der Souverän, das Volk, eben durch Volksbegehren, Volksentscheid ein viel, viel klareres Mittel hat, also da schon alle Kompetenzen hat. Und zwar verbindliche Kompetenzen, wenn die Quoren erreicht werden, dann kann ich das auch entsprechend dann durchsetzen. Und wenn ich eine Mehrheit über die Volksgesetzgebung, Volksbegehren, Volksentscheid habe, dann ist das eben Gesetz. Und deshalb sehen wir eben gerade diesen Bereich ausgenommen. Das ist übrigens auch der Punkt, wo die Freien Wähler ähnlich formulieren. Den würden wir ausgenommen sehen, aber wir wollen das, wenn, dann müsste das, ist das ein weiterer Punkt der Abwägung. Und das halte ich schon für richtig, dass man zum Beispiel sagt, in einem bestimmten Bereich möchte ich jetzt wissen, wie denkt denn das bayerische Volk als Ganzes, um das dann den weiteren Entscheidungen zugrunde zu legen. Also ich sehe jetzt da in keinem Bereich einen Souveränitätsverlust, sondern man hat einen zusätzlichen Abwägungstatbestand, und zwar einen gewichtigen. Bedanke ich mich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin hier aus dem Bayerischen Landtag, dem Maximilianeum. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn Sie wollen, und schönen Abend.